Was ist das bloß für ein Affentheater, mag sich so manch einer denken, wenn er derzeit auf die politische Lage blickt. Immer wieder flammen kleine Machtkämpfe auf. Gefühlt herrschen oft Chaos und Durcheinander. Vielen Menschen fällt es da immer schwerer, den Überblick zu behalten. Verständlich, dass man da am liebsten einfach nur abtauchen oder den Politikern gern mal einen Vogel zeigen möchte. Es ist eine schwierige Gemengelage, in der ich ein ganz besonders hohes Tier, nämlich Ministerpräsident Stefan Weil, im Zoo in Hannover treffe. Ein Ort, den sich der Politiker für unser diesjähriges Sommerinterview selbst ausgesucht hat. Herr Weil, Sie haben sich ja ganz bewusst für diese tierische Umgebung hier im Zoo entschieden. Wie kommt's? Reicht Ihnen das Getröte im Landtag nicht schon aus? Ehrlich gesagt, ich war wirklich lange nicht mehr im Zoo. Jetzt haben wir heute wirklich einen schönen Sommerabend und es macht wirklich Spaß. Also von mir aus können wir das Interview noch ein wenig länger hinziehen. Es macht doch wirklich Spaß, den Tieren zuzuschauen, wenn sie jetzt hier zum Beispiel gerade ihr Abendbrot zu sich nehmen. Ja, und wir stehen ja auch gar nicht zufällig bei den Elefanten. Sie haben uns ja im Vorfeld verraten, dass die Elefanten Ihre absoluten Lieblingstiere sind. Welche Eigenschaften mögen Sie denn, beziehungsweise sehen Sie sich selbst auch so ein bisschen in der Rolle? Ich hoffe, ich bin weder ein solcher Dickhäuter, noch habe ich ein solches Körpervolumen. Aber ich finde, Elefanten strahlen immer ganz viel Ruhe und Entspanntheit aus, sind sehr soziale Wesen. Man soll sich allerdings auch nicht mit ihnen anlegen und das alles, finde ich, macht dann ein sehr sympathisches Tier aus. Elefanten sind auch gar nicht so die Dickhäuter, wie man immer glaubt. Die können auch durchaus dünnhäutig sein. Gibt es auch Situationen, wo Sie mal so richtig aus der Haut gefahren sind? Ja, wobei ich mich wirklich allermeistens im Griff habe. Ich werde manchmal ein bisschen unwirsch bei so Termindruckgeschichten, wo eine Sache nach der nächsten kommt und dann die letzte, die noch irgendwie unvermittelt reinkommt, die bringt mich dann an den Rand. Aber das sind seltene Ausnahmen und es tut mir dann auch immer gleich leid. Doch grundsätzlich verändert sich auch die Stimmung im Land. Die Gangart wird härter, der Umgangston rauer. Die allgemeine Idylle weicht zunehmender Skepsis und Unzufriedenheit. Zwar sitzen wir gesellschaftspolitisch noch immer geschlossen in einem Boot, doch das ruhige Fahrwasser täuscht. Wie nehmen Sie denn momentan die Stimmung im Land gerade wahr? Naja, wir haben wirklich ganz viele Veränderungen, die alle gleichzeitig kommen. Das stresst die Leute. Und viele machen sich auch Sorgen wegen einzelnen Themen, wenn ich nur alleine an das Heizungsgesetz und die Diskussionen darum denke. Deswegen glaube ich, dass die Stimmung im Moment eher nervös und gedrückt ist. Und zu einem guten Stück habe ich auch dafür Verständnis. Als Ministerpräsident versuchen Sie auch immer so ein bisschen den Kurs der Mitte zu wahren. Auf der anderen Seite drohen natürlich von rechts und links auch immer mehr Gefahren. Auf der einen Seite wird die AfD immer stärker, auf der anderen Seite ja auch durch Klimaprotestler, wie zum Beispiel eben die letzte Generation, die ja auch immer radikaler wird, muss man ja sagen. Droht da Ihr Kurs am Ende ja zu kentern? Nein, im Gegenteil. Ich glaube, er ist notwendiger denn je. Denn natürlich müssen wir unsere Gesellschaft zusammenhalten. Und es ist ja auch nicht so, dass die Ränder am Ende bestimmen würden, sondern wir haben ein ganz großes, starkes demokratisches Zentrum. Ich kann es nur sagen für die jüngste Umfrage, die wir zur Landespolitik in Niedersachsen bekommen haben, die sieht insbesondere für die SPD und auch für mich persönlich eigentlich recht erfreulich aus. Und das bestätigt mich darin, dass man gerade in solchen Zeiten auch Kurs halten muss, dass man Orientierung und Glaubwürdigkeit vermitteln muss. Also mit anderen Worten schlichtweg vertrauenswürdig sein. Das ist, glaube ich, in solchen Zeiten wichtiger denn je. Wie aber wollen Sie denn zum Beispiel mit so einem Thema wie dem Klimawandel umgehen? Das ist ja etwas, was die Menschen nicht nur beschäftigt, sondern eben auch uns als Agrarland, gerade Dürre, Wasserknappheit, das ist ja Gift für die Landwirtschaft. Die wenigsten von uns werden sagen, naja, das mit dem Klimawandel, das nehmen wir nicht so ernst, da machen wir nichts. Inzwischen hat sich wirklich rumgesprochen, da entscheidet sich unglaublich viel für die künftigen Lebensbedingungen unserer Kinder, Enkelkinder und der folgenden Generationen. Aber es ist eine sehr schwierige Aufgabe. Für Niedersachsen ist es aber gleichzeitig auch eine riesige Chance, denn wir sind ja das Windland Nummer eins. Und damit haben wir nicht nur die Chance, einen großen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten, sondern auch die Chance, wirtschaftlich noch stärker zu werden. Und die wollen wir nutzen. Wir wollen das Energieland Nummer eins werden. Und diese Mischung von Chance und Risiko, von Anreiz, aber auch Herausforderung, die müssen wir vermitteln. Und da habe ich alles in allem den Eindruck, dass die Niedersachsen diesen Kurs schon mitgehen. Aber sie wollen, dass das Ganze durchdacht ist und dass es Sinn macht.
Eine große Herausforderung ist ja auch der Umgang mit Klimawandelleugnern, die ja nun durch ihren Protest auch gerade so Parteien wie die AfD natürlich dann immer wieder stärker machen. Gerade, Sie haben vorhin von Umfragen gesprochen, die AfD seit der Landtagswahl von 11% auf 17%. Was haben Sie dem entgegenzusetzen? Mein Eindruck ist, dass der Aufschwung der AfD schon auch ein Reflex ist auf manches, was insbesondere in der Bundespolitik Menschen unruhig und teilweise auch sauer macht. Noch einmal Stichwort Heizungsgesetz, da ist wirklich viel Porzellan zerschlagen worden. Und umgekehrt kann man sagen, wenn man die AfD wieder schwächer kriegen will, dann müssen die anderen Parteien besser werden. Der Kern des Ganzen, das ist das, was ich vorhin sagte, ist eine vertrauenswürdige Politik. Die macht es den Radikalen von rechts und links ungeheuer schwer und deswegen muss sie unser Ziel sein. Besser werden ist ja das eine. Wie aber sieht denn der richtige Umgang mit der AfD aus? Wie ist denn hierzulande Ihr Verhältnis zu dieser Partei? Ich lehne sie klipp und klar ab. Es gibt auch keine Zusammenarbeit. Und wenn ich das als SPD-Landesvorsitzender sagen darf, der Ministerpräsident muss sich da stärker zurückhalten, dann ist das aus meiner Sicht tatsächlich eine Partei, die vom Verfassungsschutz aus guten Gründen beobachtet wird. Die jüngsten Parteitage haben wieder bewiesen, da tummeln sich wirklich die Radikalen, die unser Land sehr gründlich verändern wollen, und zwar in einer Art und Weise, wie es die große Mehrheit von uns nicht will. Doch wohin geht künftig die Reise? Denn vor allem das Thema Migration ist derzeit ein gefundenes Fressen für die Rechtspopulisten. Mit steigenden Flüchtlingszahlen gerät auch die Landespolitik immer mehr in Bedrängnis. Ja, weil nicht immer schmeckt einem ja selbst das, was man anderen anbietet, beziehungsweise andere von einem verlangen. Wie kompromissbereit sind Sie denn in Ihrer Politik, gerade was zum Beispiel auch die Flüchtlingspolitik angeht, in der Migration, wie sehr sind Sie dazu kompromissbereit? Also ich finde, man muss in der Politik kompromissbereit sein, anders geht es nicht. Am Ende muss man zu einem Ergebnis kommen und am besten ein Ergebnis, bei dem ganz viele mitmachen können. Das ist, glaube ich, schon das Wesen von Politik, auch und erst recht in einer Demokratie. Und gleichzeitig muss man auch bei seinen Werten bleiben. Also man soll sich nicht so verbiegen, dass hinterher man sich selbst und die anderen eigentlich wiedererkennen. Und bis jetzt klappt es, glaube ich, ganz gut. Wir sehen das ja gerade hier, dass wir zwei als Fremde in eine große Gruppe kommen. Wir werden ja beäugt, der ein oder andere hackt vielleicht auch auf uns rum. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das ja ganz gut. Wenn jetzt aber irgendwie ein größeres Team, Kameraleute alle noch mit dabei wären, dann wäre schon ein bisschen mehr Unruhe. Was ich damit sagen will, muss man da gerade in der Flüchtlingspolitik vielleicht auch ein bisschen behutsamer, ein bisschen sorgsamer sein? Sind die Menschen am Ende überfordert? Na, jedenfalls kommt es zu den vielen Themen, die wir sowieso schon haben, immer noch dazu. Und natürlich, je nachdem, wo man sich befindet, ist dann auch, sagen wir mal, der Druck einfach größer. Ich kann das ja verstehen, in einem kleinen Ort, wo auf einmal relativ viele Flüchtlinge untergebracht werden, da ist die Betroffenheit natürlich da. Und deswegen soll man es auch nicht kleinreden. Alles in allem habe ich den Eindruck, wir schaffen es in Niedersachsen bis jetzt eigentlich miteinander recht anständig. Aber es ändert nichts daran, wir brauchen unbedingt auch prinzipielle Lösungen, also insbesondere auf europäischer Ebene. Das ist eigentlich ein Thema, das treibt mich seit 2016 um. Deutschland muss eigentlich im europäischen Konzert seine Flüchtlingspolitik machen. Und da sind wir jetzt mal einen Schritt weitergekommen. Die Bundesinnenministerin hat ja einen entsprechenden Kompromiss mit in Brüssel verfasst, aber da müssen noch viele Fragen beantwortet werden. Aber so weit waren wir auch noch nie, das muss man mal auch sagen. Wie viel Zeit bleibt Ihnen persönlich denn noch, das Ganze zu lösen? Also gerade wenn man den Menschen was zu bieten hat, so wie jetzt hier, dann hat man natürlich viele Freunde. Das gilt im wahren Leben wie auch in der Politik. Sie selber haben ja gesagt, nach dieser Legislaturperiode ist Schluss für Sie als Ministerpräsident. Ist das so? Ja, das ist so. Das ist der Plan unverändert. Und wir sind jetzt noch nicht mal ein Jahr nach den Landtagswahlen. Das heißt, der mit Abstand größte Teil der Legislaturperiode, der liegt erst noch vor uns. So lange genießt es der Ministerpräsident noch sichtlich im Mittelpunkt zu stehen. Doch die bevorstehenden Krisen und Probleme dürften ihn schnell wieder einholen. Denn eines ist sicher, auch in den kommenden 4 Jahren steht der Politiker vor großen Herausforderungen. Noch mehr spannende Talks mit unseren Landespolitikern findet ihr hier auf diesem Kanal. Am besten jetzt schnell abonnieren oder ihr schaut einfach mal ganz klassisch unsere Regionalsendung im Fernsehen an. Immer montags bis freitags zeigen wir euch um 18 Uhr jede Menge informative und unterhaltsame Geschichten aus Niedersachsen und Bremen. Einschalten lohnt sich also. Bis dann.